Hallo liebe Ö3-Gemeinde, an meiner Seite ist Thomas Schäfer-Ehlmeier, der zum ersten Mal in seinem Leben von den Krochern gehört hat und auch vom sogenannten Jumpstyle. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, ihn zu durchschauen, oder? Ja, das ist eine hochinteressante Entwicklung, die offenbar völlig an mir vorbeigegangen ist. Macht nichts, wir holen es jetzt gemeinsam nach. Hier sehen wir den Grundschritt mal eines Krochers. Wichtig dabei, Herr Ehlmeier, normalerweise braucht man Neonkappen, aber die tun es hier auch. Wollen Sie schwarz oder weiß? Egal. Was passt denn besser zum Mann? Nehmen Sie schwarze und die nicht ganz auf den Kopf, so eher nach hinten ziehen, dass sie den Kopf so ein bisschen bedeckt, dass man es balanciert vielleicht drauf. Ja, genau. Sieht's gut? Ja, werden wir schauen, ob es hält. Mich erinnert das eher so an Riverdance. Ja, aber ist natürlich beim Riverdance sind schon viele Sachen anders. Also hier ist ja das so eine Freestyle-Geschichte sehr stark. Wie beginnen wir denn? Wie versuchen wir den Grundschritt zu machen? Ich glaube, mal grundsätzlich überlegen, was passiert. Nämlich man springt auf einem Bein offensichtlich, ja, und bewegt das andere Bein zu verschiedenen Choreografien, sagen wir mal. Aber es gibt auch einen Beinwechsel zwischendurch, ja, einmal drinnen. Und dann kommt zwischendurch ein Beinwechsel. Das heißt, man springt hier so nach vorne und lässt das andere dann hinein. Ja. Jetzt wie genau ist wahrscheinlich... Da ist auch eine Drehung dabei. Ja, das ist dieser Twist-Turn, den er da vorher genannt hat. Und der macht eben verschiedene Figuren, auch während er dreht und wieder zurückdreht. Was ich jetzt da so sehe. Also Sie blicken fasziniert auf dieses Bild. Ja, ne, das Tolle ist bestimmt, dass da jeder seine eigene Kreation bringen kann. Und das ist ja toll auf dieser Homepage. Jetzt kommt die ganze Drehung. Jetzt kommt die ganze Drehung. Wichtig bei Krochern ist ja auch, dass man sagt, Oida. Ja. Also, Oida, Herr Ehlmeier, jetzt kommt die ganze Drehung. Also, Oida Eppinger. Ja, ja. Also nicht alter Eppinger, sondern Oida Eppinger. Ja, ja. Oida, Herr Eppinger. Oida, Herr Eppinger, ist sehr schön. Wollen wir mal so einen Grundschritt probieren und uns dann drehen? Sie machen jetzt Freestyle. Wie Sie es machen, mache ich es jetzt auch. Sie sind Tanzlehrer. Wie Sie richtig sagen, jeder kann hier seinen eigenen Schritt kreieren. Wie machen wir ihn? Also machen wir mal. Ich habe das System noch nicht ganz durchschaut. Vielleicht erklären Sie es mir nochmal in aller Ruhe und den Ö3-Hörern. Wie gehen? Achso, vielleicht machen wir es uns aus. Wie machen wir es denn jetzt? Freestyle. Aber es tut gut, so ein bisschen Bewegung zur Musik. Ja, ist herrlich. Sind Sie jetzt auch ein Krocher? Also wahrscheinlich noch nicht wirklich. Die würden das für völlig unterentwickelt halten, nehme ich an hier, die Profi-Krocher. Was mir irrsinnig gut kommt, finde ich, der Anzug, die Krawatte und die Baseballkappe und Sie lassen es krochen. Der neue Stil. Ja, der neue Style. Ja, der neue Style. Haben Sie auch einen Style oder sind Sie eher der Mann mit dem Stil? Ich glaube schon, mein Image ist eher Stil, ja. In dem Fall heißt nicht alles Walzer, sondern alles Krocher, oder? Genau, alles Krocher. Ja, wollen wir noch einmal Ihnen vielleicht nur alleine beim Krochen zuschauen? Ich glaube, ich zerstöre das ganze Bild. Bitte, Herr Ehlmeier. Ja, ich glaube, die Hände bleiben ziemlich statisch oder man kann sie so nach unten und nach oben, je nachdem, ob man balancieren muss oder nicht. Was meinen Sie, muss man sich auf einem Quadrat quasi drehen oder kann man sich ein bisschen bewegen in die Richtung? Kann man machen, was man will, nehme ich an. Jetzt kommt der Backflip, das ist der Backflip, der Backflip. Ja, es gibt offenbar doch schon also ziemlich einige Figuren, die da klar vorgeschrieben sind, wie die gehen. Da kommt der Fuß jetzt so zur Seite. Da geht doch spazieren jetzt. Also man macht schon ziemlich einen Meter beim Krochen. Ja, glaub, also es ist auf jeden Fall eine anstrengende Geschichte, wenn man das lang macht. Aber es tut halt unheimlich gut, wenn man den ganzen Tag sich nicht so richtig bewegt hat, einmal so richtig krochen lassen. Ja. Wenn man es gemeinsam krocht, zum Beispiel Griechen, die es gemeinsam krochen lassen, umarmen sich dann so, oder? Die machen dann, ja, genau. So, vielleicht jetzt eine halbe Drehung. In welche Richtung, Herr Ehlmeier? Darüber. Okay. Sehr schön, sehr schön. So, vielleicht jetzt, ja. Und
vielleicht zur Seite, ich weiß nicht. Nein. Aber ich finde, wir machen das schon ganz gut, oder? nicht ganz koordiniert, aber sehr, sehr witzig. Aber es war den Versuch wert. Herr Elmer, werden das jetzt künftig auch Kurse sein bei Ihnen in der Tanzschule? Ja, ich muss das sofort patentieren lassen und irgendwie so eine Elmer-Choreografie daraus erfinden. Na schon her. Könnten zukünftig beim Opernball Eröffnungen auch solche, zumindest Sequenzen vom Krochen drin haben? Ich glaube, sobald einmal ein Opernball an einem Donnerstag, 1. April stattfindet, machen wir das. Ist aber kein April-Scherz, das Krochen. Ich weiß, aber trotzdem, das würde dann unter den Umständen zum Opernball passen. Helmer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Wenn Sie wollen, können Sie sich die Kappe behalten. War mir ein großes Vergnügen, ich behalte es mal gerne. Ja. Ein wollt ihr die tolles auch Souvenir. Vielleicht passt also, Ihnen auch gut, die Verweise mal probieren. Mit vielen Unterschriften. Was ja, ist denn das hier eigentlich? Haben alle unterschrieben vom Ö3-Team drauf auf der Kappe. Okay. Ja, alle. Das ist ja super. Alle 350.000. Also vom alle 350.000. Wollen Sie noch kurz probieren? Die vielleicht passt Ihnen auch gut. Die passt dann vielleicht viel besser zu den grau-weißen Haaren. Ja. Das ist sehr fesch. Das ist besser, okay. Sehr fesch. Sehr stylisch, Oida. Oida Krocher. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Tanzkurs melden wir uns dann wieder bestimmt. Wenn es Fragen gibt, Sie wissen ja, wo Sie Herrn Elmeyer finden. Ich gebe Ihnen eine mehr als nur 10 für diese Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Eppinger, alles Gute.